Prinz Harry, mit seiner Kleiderwahl er ein Statement. Seit seiner Geburt steht er im Zentrum der Aufmerksamkeit. Prinz Harry, 38, ist es gewohnt, dass alle Augen und Kameras auf ihn gerichtet sind. Der Grund dafür ist natürlich seine königliche Abstammung. Doch dass er mit dieser schon immer haderte, hat er in den letzten Monaten durch Interviews und seine Memoiren deutlich gemacht. Verschiedene Faktoren führten dazu, dass er seinen Status als Senior reue und die damit verbundenen Aufgaben aufgab. Seitdem wohnt er mit seiner Ehefrau Meg Hahn, Herzogin von Sussex, 41, in Kalifornien. Auftritte in Late-Night-Shows, Fernsehinterviews und eine eigene Netflix-Serie wäre vor seinem Ausstieg undenkbar gewesen, durch seinen royalen Exit wurden sie Realität. Ebenso wie dieses modische Arrangement. Wie es öffentliche Interviews sind, sind auch andere Dinge den britischen Royals verwehrt. Geschenke von Designern anzunehmen, ist eins davon. Für Stars hingegen ist das gang und gäbe. Zwar ist durchaus bekannt, von welchen Marken die edlen Kleider von Catherine, Princess of Wales, 41 und Co. sind, eine Zusammenarbeit fand jedoch nie statt. Auch auf Fashion Shows oder der Met Gala hofft man vergeblich auf das Erscheinen der Elite der britischen Königsfamilie. Doch könnte sich das womöglich jetzt ändern? Die Krönung seines Vaters, König Charles III, 74, ist bereits der zweite Anlass, den Prinz Harry nutzt, um einen maßgeschneiderten Anzug des Luxuslabels Dior zu tragen. Bei seinem Gerichtstermin am 27. März in London setzte er ebenfalls auf einen Anzug der Marke. Doch anders, als es bei den Senior Royals der Fall ist, gelang diese Information durch eine Pressemitteilung von Dior selbst an die Öffentlichkeit. Dieser vermeintlich unwichtige Unterschied setzt ein Statement: Harry arbeitet mit Dior zusammen. Etwas, das nur ein Star und kein britischer Royal tun würde. Doch was bedeutet eine Zusammenarbeit mit dem Label? Wirft man einen Blick nach Monaco, ist es dort keine Seltenheit. Dass royale Stilikonen wie Charlotte Casiraghi oder ihre Schwägerin Beatrice Borromeo die Gesichter von Luxusbrands sind. Ebenso wie Alexandra von Hannover besuchen sie regelmäßig die Fashion Shows in der Front Row. Ob das auch die Sussexes reizt? Den Grundstein dafür hat Prinz Harry durch die Zusammenarbeit mit Dior gelegt.